meine Freunde. Oh, da nimmt mir gerade so ein bisschen die Stimme weg. Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme, zu einer weiteren Folge Let's Play Skyward. Was eigentlich? Sky Factory ist aber... Pssst. Boah, ich habe jetzt sogar wirklich, als wäre irgendwie Facecam an, den Finger an den Mund genommen. Echt sehr intelligent. Ja, meine Freunde, und ich habe heute was Spezielles mit euch vor. Hier ist ein bisschen Lava übrigens drin. Weil ich habe den Furnace jetzt zu Ende gebaut und hier ist auch schon ein bisschen Eisen drin und wir haben hier hier auch noch diese, ne, die Pieces und ein bisschen Eisen. Habe ich mal so ein bisschen vorbereitet und so ein bisschen offscreen gemacht. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. So, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Diesen... Das hätte ich natürlich jetzt alles in der... vor der Aufnahme schon machen können. Hier, Ore Excavation. Achso, genau. Habe ich hier. Wollte ich mal kurz gucken. 5x5, das reicht. Weil, ich hätte den Knopf auch drücken sollen. Hm, wäre eine Idee gewesen. Dann machen wir da nochmal. Wow, fängt ja gut an hier. Weil ich mache jetzt nur mal 5x5. Das ist kein 5x5 gewesen, meine lieben Freunde. Das war... Nein, 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 das war kein 5x5. Hat ja gut geklappt, das einzustellen. Also, Chapeau, Hut ab und Tüdelü und... Achso, genau, und... Boah, da hört mir ja gerade die Stimme weg. Was ist denn da los? Und zwar, gab es einen Kommentar unter dem letzten Video? Die liebe Nina, die möchte eine Wolke sein und ich wäre ja nicht euer Weihnachtsmann, wenn ich eure Wünsche nicht erfüllen würde. Guck mal, da freut sich die Wolke schon, denn sie heißt jetzt Nina. What? Was? Nina, das ist Smiley Cloud. Und hat jetzt... einen Block Kohle auf dem Kopf? Hä, und... ein Cookie in der Hand. Ja, das passt. Und in der... okay. Hm, cool. Tja, Nina, mit dem Cookie in der Hand und ein Blatt Papier in der anderen und ein bisschen Kohle auf dem Kopf. Ja. Ich finde, das ist hocherotisch. So, nee, fuck, das wollte ich gar nicht so machen. Und zwar, ich wollte, nämlich, ich dachte, wir machen heute mal ein bisschen Optisches. Wir kümmern uns heute ein bisschen mehr ums Optische. Das dürfte theoretisch reichen. Ich weiß es nicht. Ach, und ich wollte ja eine... deswegen war ich ja hier in der Kiste. So. Eine neue Spitzhacke brauchen wir. So. Lol. Das kam jetzt etwas überraschend. Jetzt muss ich... sind wir hier richtig? Ich hoffe, ja. Da unten sind wir gestorben. Ja, perfekt. Super, das passt ja. Ich mach mal so. Dann machen wir das bis hier erstmal. Und das mache ich jetzt nicht mit dem Ohr-Exkivation, weil scheinbar funktioniert das mit dem... bist du mal ruhig? Ich hab... Alter! Don't do this. Ich habe übrigens das endlich geschafft mit lieben Hilfe von DJustinHD, beziehungsweise einfach nur Justin genannt. Wir haben jetzt endlich von den ganzen Modpacks auch die Texturen drauf. Heißt, ja, sieht jetzt besser aus alles, ne, und ist ganz cool. Ah ja, hier klappt das mit dem 5x5. Ja, ist ja geil. Jetzt machen wir es aber wieder so, damit der auch... Hallo, Nina. So, ich mach mal hier ein bisschen Holzfarm nebenbei, weil Holz werden wir auch bestimmt noch einiges brauchen. Das machen wir aber schön mit dem Ore Excavation. Hallo. So, nebenbei nochmal hier nochmal ein paar Saplings. 1, 2, 3, 4. So. Und es wird Nacht. Aber noch nicht. Wir brauchen noch ein paar. Ich mach nochmal... das kommt noch an, aber alles. So, zack.
So, wir können nämlich da ganz viele von auch brauchen. Weil ich finde die Steine verdammt schick. Und ich würde daraus gerne noch ein bisschen mehr bauen. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Essenz, ganz viel Essenz. Yay. Stöhn mich nicht von hinten an. Ich stehe da nicht so ganz drauf, wenn mich so ein halbtotes Ding von hinten anstöhnt. So, bitte. Also, und ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich erzählen wollte. Ja, ich habe mich heute mal ein bisschen vorbereitet. Ich weiß, das ist voll ungewohnt und das wird auch nicht öfter passieren. Weil ich möchte ja nicht, dass ihr irgendwie noch in unangenehme Situationen kommt. Aber auf jeden Fall, ich habe mich so ein bisschen vorbereitet. So, und zwar hat der liebe, ich muss den Namen nochmal gucken, J-Film unter dem vorletzten, also vorgestern, glaube ich, war das. Oder davor, ich weiß gerade nicht mehr genau wann, unter dem Video geschrieben, dass ihm doch die Monsterfalle sehr bekannt vorkäme. Und das ist total richtig. Die Monsterfalle ist sehr, 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 sehr ähnlich, ein bisschen abgewandelt, die von Debitor. Fuck, das ist falsch. Nein! Also nicht das mit der Monsterfalle, sondern was ich gerade mal gemacht habe hier. Und das hat den einfachen Grund, ich kenne das Modpack ja noch nicht ganz. Ich habe das zwar schon mal unter dem Kommentar auch darunter geschrieben, dem erklärt, hier, wie was eigentlich abgeht, warum das so ähnlich ist. Aber ich wollte das hier auch nochmal erzählen. Und zwar, ich kenne das Modpack noch nicht wirklich. Dementsprechend, und ich gucke gerade das Let's Play vom Debitor nebenbei und vom Castcrafter. Wenn ich dann denke, ich werde die, falls ihr die nicht kennt, das wäre erstmal, wäre das ganz, ganz schlimm. Weil das sind zwei richtig coole Dudes. Und falls ihr noch nicht kennt, ich tu mal die Links von denen mal unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die mal geben. Die sind echt geil. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Also nicht geil in dem Sinne, sondern die, oh doch, 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 die sind schon geil. Vor allem der Debitum. Okay, sorry, es tut mir leid. Ich sollte lernen, wann man lieber aufhört und Maul hält. So, ich habe auch hier ein paar Lootbags, die wollte ich gleich mal mit euch öffnen. Ich habe heute. Alter, halt mal die Schnauze! Kriegst erstmal mit dem Hammer einen auf den Kopf. Dementsprechend sind auch einige Sachen, wenn ich zum Beispiel, weil mit der Monsterfalle. Ich habe zwar damals in Vanilla schon ein paar Monsterfallen gebaut, das waren so Häcksler. So mit, dass die in die Lava gedrückt werden und sowas. Aber das kannst du ja hier relativ schlecht bauen. So ein Riesenkonstrukt. Vor allem am Anfang. Und ich wüsste halt nicht, wie ich das anders mache, als so, wie der Debitor das gemacht hat. Und deswegen da mal ein bisschen gespickt und gelunkert und ja. Ne? Idee ist gut empfunden und kopiert. So, und dann. Dude. Fall mich nicht so von der Seite an. Damit wir uns nicht so auf die Schnauze legen, jetzt wollte ich mal kurz was gucken. Ne, wir haben gerade keinen Zaun hier. Das ist aber absolut gar kein Problem. Wie machen wir nochmal Zaun, verdammt. Ich mach mal eben. So. War das. So. Ne, das sind die Gates, verdammt. Wow, boah, ich bin so schlecht einfach. Ich kenne auch nicht mal die Minecraft-Vanilla-Rezepte mehr. Es gibt Holzboots? Wie cool ist das denn? So, machen wir uns mal anderthalb Stacks Fans, weil wir werden davon auch noch einige brauchen. Ich wollte mich halt heute ein bisschen darum kümmern, dass Sachen so ein bisschen mal, dass halt alles hier ein bisschen schnieker aussieht, ne, dass man hier sich auch wohlfühlt auf der einsamen fliegenden Insel. Wenn man sich jetzt da unbedingt wohlfühlen soll, ist jetzt auch, ja, dann die andere Frage. So. Ah, fuck, ich habe den Hammer benutzt. Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Aber ich glaube, mit 8 machen wir genau eine Erde, dann ist das alles sehr gut. Guck mal, das sieht doch schon ein bisschen spitze aus, oder? Schon auf jeden Fall viel attraktiver als vorher. Also so attraktiv, wie ein Weg halt aussehen kann, ne? Wow. So, das gleiche würde ich dann auch gerne hier machen. Beziehungsweise das Ding, das kommt eh weg. Das stört mich eh. Ich finde das eh kacke. Vor allem die Tiere, wofür brauchen wir die?
Ja, genau richtig. Vor allem du mit den Glubschaugen da hinten. Was geht mit dir? Moment. Jo, ja. Ja, auf jeden Fall, ne, was ich sagen wollte, die Sachen sehen halt dann. Halt's Maul! Mann, ich finde die so laut! Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht so krass, dass die so mega laut sind, aber die auf meinem Ohr sind die halt extrem laut, vor allem im Verhältnis zu anderen Sachen. Da muss ich mal gucken, dass ich das noch ein bisschen anpasse. So, die Dinge, das tun wir hier oben rein, das Holz tun wir da oben rein, das tun wir mal da oben wieder rein, dann tun wir das Fleisch. Weil ich muss mal eben mein Inventar so ein bisschen leer machen. Beste Sache dafür ist erstmal das Inventar wieder ein bisschen voll machen. So, und zwar, weil ich möchte die Lootbanks gerne mit euch öffnen. Ja. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich mach das mal eben nochmal weg. Und ich lasse das jetzt auch mal. Das mache ich den Rest, mache ich weiterhin dann offscreen. Weil ich bin immer so ein bisschen so zwiespältig, ob ich wirklich so viel offscreen machen soll. Ich denke aber schon, oder? Weil ich denke mal, solche Sachen wie zum Beispiel das Holzfällen oder sowas, das ist ja vollkommen uninteressant. Also hier für euch, denke ich mir mal. Könnt aber gerne mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr das sehen wollt. Aber ich denke mal, das ist halt voll lame. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Genau, ich habe das Inventar etwas gelernt. What the fuck, da ist die Kiste rausgeflogen. Apropos Kiste, ich tue die mal hier hin, dann tue ich mal den ganzen Steinkram hier rein. Und ich würde auch sagen, wir kümmern uns ein bisschen weniger um das Achievement Book, weil als Beispiel, da steht erst drin, als nächstes, wir sollen Lava machen, Obsidian machen und sowas. Also ein bisschen auch Lava und dann Obsidian. Nur Obsidian brauchen wir momentan gar nicht. Das Einzige, was wir mit Obsidian jetzt machen könnten, was eventuell die Existenz dafür berechtigt ist, so ein Dingsi, womit wir die Sachen hier automatisch aufsammeln können. Ob wir das aber gerade auch wirklich brauchen, ist dann die zweite Sache. Also ich glaube eher nicht, weil wirklich krasses Zeug... LOL! Also wirklich krasses Zeug droppen die halt momentan auch noch gar nicht. Haben wir jetzt echt schon einen ganzen Stack rotten Fleisch? Toll. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Bone Meal! So, wir machen jetzt auch mal ein bisschen hier, ne? Bisschen so. Name Tag, Shaver. Oh, mal ein bisschen rasieren. Banner. Nee, ich fange mit den kleinen an. Ein Chance Cube. Und eine Black Quartz Pickaxe. Ist, glaube ich, ungefähr so gut wie eine Eisenspitzhacke. Prismarin, das ist, glaube ich... War das gut? Ich meine, Prismarin war ganz geil. Genau, die Prismarin-Shards brauchen wir nämlich. Später. Ganz viele. Electrical Steel und Gold. Sehr cool. Machen wir weiter mit dem hier. Noch mehr Prismarin. Und eine Iron Wand. Sehr, sehr geil. Blaze Powder. Also geht schon ab, was wir hier kriegen. Blue Slimy Dirt, Energetic Alloy und nochmal Blue Slimy Dirt. So. Jetzt haben wir hier einen Chance Cube. Den Chance Cube, ne? Ich bin halt unsicher, ob wir den öffnen sollen. Weil, da können echt coole Sachen mehr rauskommen. Also so richtig coole Sachen. Aber das Ding kann das auch ganz schön zerficken. Ich mach das mal hinten bei den Tieren. Weil als Beispiel, ich habe letztens, kam da eine hat das Ding einfach mal die Plattform unter mir komplett gelöscht. How many sides does the sparky, shiny, colorful, shiny chance you have? You have 20 seconds to answer. Was? Six? Was? Hey, der wirft doch noch 6 Seiten. Boah, ich bin grad voll verjagt, als das Ding explodiert ist. Shit! Nina, warum hast du mich nicht gewarnt? Böse Nina. Aber hä? How many sides does a sparkly, shiny, colorful, shiny chance cube have? A spinny... Hä, spinny chance cube? Was ist das denn?
du Scheiße. Das ist ja noch ein anderer. Sagt er mir denn jetzt, wie viele Seiten die hat? Nö, natürlich nicht. Warum sollte denn auch? Wäre ja nur irgendwie fair. Ja, leck mich doch am Arsch. Boah, ich muss echt sehen, ich hab mich gerade voll verjagt. Ja, war ganz cool. So. Scheiße. Obsidian Pants können wir wieder anziehen. Ach, wir nehmen mal die heilen Lederstiefel. Dann nehmen wir das Ding mal an die Brust. Genau, und die Prismarine Crystals kriegen wir da auch. Die brauchen wir für, lass mich nicht lügen, genau, diese Sea Lanterns. Und für die Sea Lanterns, da machen wir nämlich die Growth Crystal raus. Und, übrigens, hat einer eine Ahnung, warum das hier passiert? Warum das immer dunkel wird? Ich weiß es nicht. Sehe ich da hinten nochmal ein Lootbag? Nee, einen Schneeball. What the fuck, warum habe ich hier einen Schneeball? Leute, habt ihr keine anderen Hobbys? Juhu. Oh, es wird, es ist dunkel, ich sollte mal schlafen gehen. Lululululu. So. Lol, wie, was? Hä, wieso ging das so schnell? Bisschen da rasieren. Ja, also, hoch. Ja, was macht der da? Die Ignits, die packen wir hier mit rein. Das Gold haben wir hier, was ist das? Das ist Energetic Alloy, haben wir gar nicht. Blaze Powder, auch sehr, sehr cool. Electric Steel haben wir auch nicht, deswegen tun wir das hier oben mal rein. Übrigens, das habe ich gemacht, indem ich ganz viel Cobblestone genommen habe, hier in so ein riesen Ding gebaut habe. Mit dem Hammer, wo ich gerade keins zum Demonstrieren dabei habe, das ganze Ding kaputt gehauen. Den Gravel habe ich dann halt compressed und hier durchgezogen. Aber ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge gezeigt. Und das würde ich auch halt weiterhin offscreen machen, weil 7 ist echt das uninteressanteste auf der Welt. Also, das ist, so. Oh Gott, ich muss gleich schlafen gehen. Wir haben 5 Uhr morgens gerade. Vor allem, ich hatte eigentlich, ich kann das mal kurz erzählen. Ich weiß nicht, ob es jemand interessiert, aber ich erzähle es einfach trotzdem mal. Gestern Abend, so um, also so um kurz vor 12, ich wollte nochmal eben aufnehmen. Aber ich hatte so ein Copping. Dass ich das einfach mal sein gelassen habe. Aua! Guck mal, jetzt weißt du, was voll gut ist. Jetzt haben wir hier das Ding und können hier nicht mehr auf die Schnauze fliegen. Ich mach den auch mal auf. Ach so, hab ich. Geil. Ja, auf jeden Fall hab ich dann gekommen. Nee, weißt du, dann gehst du schlafen. Hab ich mich dann schlafen gelegt um 2:30. Konnte ich, war ich immer noch nicht eingeschlafen, weil ich war so halt so wirklich so um 12:30 oder so spätestens war ich dann im Bett. Hab dann irgendwann meine Alexa gefragt, die jetzt gerade, warum auch immer, nicht auf ihren Namen reagiert, wie viel Uhr es denn sei. Sie sagte, ja, wir haben jetzt so, ne, 2:39 Uhr, und ich denke mir so, ja, läuft. Mache ich mir so ein bisschen YouTubes an, um ein bisschen, um besser schlafen zu können. Das, ich weiß nicht, ob ihr da kennt. Bei mir ist das aber so, ich kann dann wirklich besser pennen, wenn ich mir irgendwie im Hintergrund noch ein Video oder so reinziehe. Da habe ich mir das Let's Play vom Gronkh reingezogen, das alte Minecraft Let's Play. Ich bin gerade wieder bei Folge 270 oder so. Innerhalb von ein paar Tagen, läuft bei mir. Ja, auf jeden Fall, irgendwann war es dann 4 Uhr. Und ich denke mir nur so, ja, weißt du was, da kannst du auch dich mal eben aufstehen, so wach wie du gerade wieder bist, und die Kopplinge sind auch weg. Nimmst du auf, weil sonst schaffst du das vor 15 Uhr nicht, die, wenn du morgens irgendwie aufstehst, dann stehe ich um 2 Uhr auf, dann schaffe ich aber nicht bis 15 Uhr die Folge hochgeladen zu haben, ne? Ja, auf jeden Fall, das ist meine Geschichte. Ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Skyward wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gib mal eine Bewertung. Fände ich cool. Hilft mir auch ungemein. Das, ja, aber ich denke mal, das wisst ihr selber. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens morgen wieder. Oder, das habe ich vergessen zu sagen, verdammt, am Sonntag im Livestream. 18 Uhr Sonntag, Livestream, Skyworld. Juhu. Tschüss. Läuft. Erstmal vergessen zu erzählen.